Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mass Effect 1 mit unserem wunderschönen Torianer wieder. Danke. Wunderbar. Mehr so weniger. Ist auch lustiger, wie ich jetzt hier zum Aufnehmen wiederkomme. Ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich Vaughn's Ranch aufgenommen haben. Aber da habe ich wohl anscheinend das letzte Mal irgendwie vergessen zu speichern. Der Spielstand ist weg. Ich muss also eine Aufnahmerunde nachspielen. So. Zack. Oh na, fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Hallo? Oh, nicht dein Ernst! Schildboost! Schnell! Hose weg! Wo ist denn? Der Sarisch wurde jetzt schon wieder. Was sag ich schon? Ah, das weiß ich, dass wenn Leichen verschwinden. Hi. Ich sollte vielleicht öfter mal die Minimap benutzen. Einigkeit und Recht und Freiheit. Das war nicht geplant. Ich weiß gar nicht, was speichern wir geschlagen? Oh Gott. Mach kaputt! Mach sie kaputt! Cool. Ich würde gern nochmal Einigkeit. Und feuern! Aha. Da auch eine Biotika dabei. Biotik! Tu was! Wirkt jetzt nicht so biotisch. Karos, aufstehen, danke. Schon lustig, dass Liara jetzt mehr Schild hat als Garrus. Jetzt darf ich aber, oder? Ja, danke. Okay. Bringt das um? Garrus, willst du doch mal schießen? Au. Hat Garrus nicht irgendwelche lustigen Fähigkeiten? Okay, das hilft ja alles eher wenig gerade. Moment, das müsste sogar der letzte sein. Und schön. Stirb! Mache Sterbi!
Einigkeit. Ich dachte schon wieder, ey. Weiterlaufen? Oh, warte. Nee, da gibt es anscheinend noch einen Knoten. 4 ist eigentlich auch eine schönere Zahl. Für sowas. Hi. Ah, sorry. Na. Asari tot? Asari tot. Ah, medizinische Station, die brauche ich jetzt. Okay, komm. Scheiße. Geht durch! Verdammt. Ja. Gib her, alles nehmen. Oh, genau, die 3 Medikamente, die brauchte ich. Wir könnten aber mal... Nee, das wollte ich nicht. Hier, genau hier rein. Und ich habe immer noch nicht genug Vorwärtspunkte. Fitness? Soldat? Sturmgewehr habe ich halt schon voll, nee. So. Ach genau, die kriegen ja immer nur einen Punkt. Da, viel Spaß. Oh. Ist das der Adrenalin? Naja. Du machst Sniper. Ich bin ein Spectre. Ich hab mir gar nichts. Und der Ara ist wieder tot. Komm. Ist ja grauenhaft. Nächster ist tot. Ich find's auch lustig. Das ist ja. Umso weniger Creeper hier rumhocken, umso einfacher kannst du das Ding kaputt machen. Warum sind die jetzt wieder aufgestanden? Ich hör's flüstern. Böser Creeper. Böser Creeper. Speichern fehlgeschlagen. Danke. Wie viele Knoten gibt's denn noch? Schieß doch! Auch nicht schon wieder so eine Asari. Uiuiui. Die Creeps werden ja immer schlimmer. Ja, ich speichere jetzt regelmäßig. Auch wenn ich mal hoffe, dass es nicht mehr leicht ist. Hast es geschafft, Commander. Das Ding wird bald erledigt sein. Also so weit müssen wir jetzt hoffentlich nicht noch hoch. Ich meine, dann hier noch der und da ist der letzte. Okay, gut. Och, scheiße. Steh auf, Shepard, steh auf. Steh auf und luf. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, ja. Ich wusste schon wieder Kotzer. Ist doch jetzt zum Kotzen.
Ach, der lebt ja noch. Hat das überhaupt Auswirkungen, wenn ich mich hinknie? Ich weiß es nicht, ich bin das so von Shootern gewöhnt. Also von Ego-Shootern. Von besseren Shootern. Weil ich muss sagen, in Mass Effect 1 ist die Shooter-Mechanik jetzt nicht so pralle. Hm. Nee, nee, nee. Aber man kann hier gut farmen. Hm, was haben wir denn hier noch? So, Sturmangrifftraining. Waffenschaden ist immer schön eigentlich. Fitness aber auch. Packen wir Soldat rein. Heben. Sniper. Speicher. Ja, ich in dieser Folge ist die Schnellspeichertaste meine Lieblingstaste. Also. Welche? Mann! Bei der Ansicht, bei Menschen, die unter Epilepsie leiden, ja, schön und viel Spaß. Das ist wahrscheinlich keine schöne Angelegenheit dann. Zack, einmal an den Giften. Hä? Okay. Dann doch nur einer noch. Okay. Tag. Oh, ja, Asari-Klon. Komm her. Böser Asari-Klon. Böser Asari-Klon. Au. Bringt sie doch um! Bitte! Danke. Echt. Kotzt auf meine arme Liara. Noch mal ein paar, mehr triggern vielleicht. Will keiner getriggert werden? Okay. Ah, doch. Das ist ja echt eine harte Triggerparty, echt. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Wer bist du? Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Es geht mir gut. Jedenfalls wird es das bald wieder. Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Benesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Benesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend, so kam Benesia vom Weg ab. Okay, ja. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Benesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend.
Venesia wollte den Fluss umlenken und wurde fortgespült. Asari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. Ennet is Sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Saren überlegt nicht lange, wenn es darum geht, seine Leute zu verraten. Er hat auch recht schnell den Turianer verraten. Als er hatte, was er wollte, befahl er seinen Geht, alle Beweise seiner Existenz zu vernichten. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Wir wissen schon von der Röhre? Oh, verdammt. Was ist der Dechiffrierer? Und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen. Aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Hart, interessant. Das hatte ich sogar. Also ich hatte gedacht, dass die Ruinen von den Menschen waren. Ich hätte nicht gedacht, dass die Proteaner. Also anscheinend ist es für die schwierig, proteanische Technologie zu finden, aber anscheinend jetzt nicht Gebäudekomplexe. Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken. Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden, es existiert einfach. Na toll. Klingt ja nicht so, als würde ich da jetzt so leicht rankommen. Ich brauche dieses Wissen, um Saren aufzuhalten. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie, sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen, herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. Alles in Ordnung? Was ist da gerade passiert? Keine Ahnung, sah mehr aus wie der Trailer für den nächsten Horrorfilm. Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt.
Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Wir sollten zum Schiff zurückkehren, wo man sie beobachten kann. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Wenn ich anmerken darf... Ich finde es immer lustig, die Erfahrungen eines ganzen, oder doch, die Erfahrungen eines ganzen Volkes. Ja, hauen wir mal in ein Hirn rein, ein menschliches auch noch. Uiuiui. Okay, viel Spaß. Können Sie mir sonst noch was über den Torianer sagen? Als die Kreatur mich umschloss, wurde ich ein Teil von ihr. Aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. So fremd, so uralt. So tot. Es ist unmöglich, sein genaues Alter zu bestimmen. Für ihn hat Zeit eine andere Bedeutung. 10.000 Jahre Winterschlaf wurden unterbrochen von ein paar Jahrhunderten hektischer Aktivität. Sein Verstand war überwältigend. Fantastisch. Er übertraf alle Beschreibungen. Und nun ist er weg. Sagen Sie mir nicht, dass Ihnen das Ding leid tut. Der Torianer war eine einzigartige Lebensform. Ein fühlendes Wesen, das 50.000 Jahre oder älter war. In der uns bekannten Galaxis gibt es nichts, was ihm auch nur annähernd gleichkommt. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich vor einem Leben in Knechtschaft und Sklaverei bewahrt haben. Und doch empfinde ich eine gewisse Trauer, dass eine solch einzigartige und bemerkenswerte Kreatur verloren ist. Ja, okay, verständlich. Es ist ja auch schon irgendwie eine Art Artensterben, aber ich glaube, in diesem Fall war es doch besser, wenn der jetzt putsch. Erzählen Sie mir mehr über Sarens Schiff. Die Saverin ist fremdartig. Ich weiß nicht, wie sie erbaut wurde oder woher sie kam. Ihre Bauweise ähnelt keiner, die von anderen Spezies bekannt ist. Sie stellt jedes andere Schiff in der Zitadelle oder der Allianzflotte in den Schatten. Ihre Waffen sind vernichtend und ihre Abwehrvorrichtungen buchstäblich undurchdringlich. Dank ihr hält Saren sich für unaufhaltsam. Sie sagten, Saren verwende sie, um seine Anhänger zu manipulieren. Die Indoktrination. Die Saverin ist von einer Art Energie umgeben, zu der man sich hingezogen fühlt. Durch sie werden Sarens Argumente umso überzeugender, verlockender. Wer zu viel Zeit in der Gegenwart der Saverin verbringt, wird sich selbst aufgeben. Ich kann es nicht anders erklären. Wir werden noch ein bisschen mit der Indoktrination zu schaffen haben. Ja, ich mache die Folge jetzt ein bisschen länger, weil ich möchte das Gespräch hier jetzt komplett drin haben. Ich möchte mehr über Benesia wissen. Benesia wurde von unserem Volk größter Respekt entgegengebracht. Selbst für eine Asari war sie immens biotisch. Man kannte sie vielerorten als Philosophie- und Religionslehrerin. Stets folgte sie den Pfaden des Friedens und der Harmonie. Sie ließ sich auf Saren ein, weil sie hoffte, ihn von seinem Pfad der Zerstörung abzubringen. Stattdessen endete sie als seine mächtigste Verbündete. Wie ich schon erwähnte, hatte die Matriarchin Benesia Saren unterschätzt. Passen Sie auf, dass Sie nicht den gleichen Fehler machen. Ach, ich kenne die zwei beiden Nachfolger. Ich glaube, ich mache das schon. Was können Sie mir sonst noch über Saren sagen? Es gibt nur wenig, das ich Ihnen sagen könnte und das Sie nicht schon wüssten. Er ist mächtig, er ist charismatisch und er ist gefährlich. Als ich ihm folgte, war ich blind gegenüber seiner wahren Natur. Aber jetzt sehe ich, dass er die Galaxie in ein Zeitalter der Dunkelheit und Leiden führt. Da Sie jetzt von dem Torianer befreit sind, was planen Sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an Ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Sie müssen sterben! Boah, Alter. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, Sie an ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal Ihnen immer gewogen sein. Sie haben es geschafft. Da der Torianer weg ist, können wir alles wieder aufbauen. Und wir sind Exogeni los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Danke, Commander. Hi. Haben Sie meinen Computer in den Ruinen gefunden? Ach ja. Ich habe die Daten gefunden und auf die OSD übertragen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Vielen Dank. Ich war sowieso da und es war das Mindeste, was ich tun konnte. Ich weiß das zu schätzen. Hier,
Das haben sie sich verdient. Nochmals vielen Dank, Commander. Ui, Universalgeld und 3000 für Hunden. Lecker, lecker. Ja, da habe ich wohl einfach was vergessen vorher. Ja, dann speichere ich. Ach, die Haare sind immer noch krank. Dann speichere ich jetzt hier und sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich weiß jetzt nicht, was mit Shepherds Kopf in den Szenen hier war. Das war mehr so. Ja, wieder so horrormäßig. Also wieder auf dem Niveau. Ich weiß nicht, echt, ist die Architektur ist eigentlich mehr Allianz, deshalb. Das ist doch alles Allianz-Tech. Also, ich check's nicht. Oder ich habe keine Ahnung. Also ich, meiner Meinung nach müsste das hier eher Allianz-Ruinen sein, aber gut. Oder? Also, ja, ich sag damit vielen Dank fürs Zuschauen, habt euch wohl, bleibt mir treu, wir sehen, tschüss.